Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Tour. Heute bin ich von Tortoli losgefahren, wo ich mein Camp aufgeschlagen habe. Und ich bin jetzt wieder ein Stück zurückgefahren, wo ich gestern hergekommen bin, zu dem Dorf Ursulei. Dahinter ist ein kleiner Abzweig, den wir jetzt genommen haben. Und wir wollen jetzt diese Garoppu-Schlucht nochmal von der anderen Seite anfahren. Das ist die Schlucht, wo ich letztes Mal vom Norden her den Zugang nicht gefunden habe oder irgendwie keine Offroad-Strecke mehr möglich war. So, hier ist jetzt Ende der asphaltierten Strecke gewesen. Auf geht's auf ein bisschen Schotter. Macht schön Spaß, hier kann man auch mal ein bisschen Gas geben. Ist jetzt auch wieder eine schöne Aussicht. Bin mal gespannt, wie weit wir hier fahren können und ob dieser Weg dann später wirklich noch zu dieser Garoppu-Schlucht führt. Also hier sieht es wirklich aus wie im Wilden Westen. Traumhaft schön. So, jetzt sind wir nochmal nach etlichen Kilometern hier, fernab der Straße, auf einen relativ befestigten Weg gekommen, also mitten durch den Wald, also unglaublich schön. Ein, zwei uralte Gehöfe waren hier mal, aber waren immer noch ein paar Schweine und Kühe. Oh, eine geniale Strecke. Aber in und out, ich muss denselben Weg auf jeden Fall nachher wieder zurückfahren. Okay, kleines Update, also die Wanderung haben wir nicht mehr ganz durchgezogen bis zu dieser Schlucht. Da bin ich nur eine halbe Stunde rein und dann wieder zurück. Das war mir dann zu weit und zu steil, weil ich wollte heute noch die eine oder andere Strecke machen. So, jetzt fahre ich nochmal, bevor ich in das kleine Städtchen Baunai komme, bin ich hier einfach nochmal einen Weg abgefahren. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Sieht super aus. Wahrscheinlich aber in and out, also ich gehe davon aus, dass ich dieselbe Strecke wieder zurückfahren muss.
Also ich habe jetzt hier vor meinem eigentlichen Track, wo ich hin möchte, nochmal diesen kleinen Abstecher gemacht. Letztendlich ist es dann irgendwie in und out, aber jeweils 10 Kilometer mit verwinkelten Wegen. Jetzt fahre ich gerade ein Stückchen wieder zurück. Ah, es macht einfach Spaß, das ist geil. Macht richtig Bock. Schöne Landschaften, geiles Gelände. Kein Schwein hier, es interessiert keine Sau. Wobei ich trotzdem davon ausgehe, dass es eigentlich offiziell ist. Weil bei der Einfahrt auch so ein Straßenschild stand. Ja, macht mir richtig Spaß heute auch am zweiten Quadtag in Sardinien. Das ist wieder genial. Ich weiß nicht, ob es auf den Videos rüberkommt, wie extrem steil das ist. Ich meine, die Straße, die erkennt ihr selbst. Oh, ich habe auch keine Ahnung, wo es hier hingeht. Wir folgen einfach mal dem Faden hier. Irre. So, jetzt bin ich hier mal bis zum Ende durchgefahren. Ich habe, wie gesagt, wieder keine Ahnung, ob das hier eigentlich ein Weg ist. Ich bin jetzt gerade umgekehrt, da unten wurde es dann zu dicht. So, jetzt geht es hier im Allrad wieder zurück. Boah, also wenn ich hier irgendwann mal in die Situation komme, dass ich nicht mehr alleine wegkomme, dann kann mir auch keiner mehr helfen. Ja, also ich glaube, ich bin jetzt hier ziemlich oben auf dem Berg angekommen und das sieht mir so aus, als hätten die hier am höchsten Punkt für eine Art Sendestation oder ähnliches schon mal die Fläche freigeräumt. Hier geht's lang. Ja, das hier ist Hardcore. Hier sind wir. Ich glaube, hier, wie gesagt, soll irgendwann mal so ein Mast entstehen oder so. Ich fahre jetzt wieder zurück, habe aber noch einen kleinen Abstecher gesehen. Den nehmen wir auch noch mit. Mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Ich melde mich gleich zurück. Boah, jetzt geht sie wieder runter. Guckt euch an, wie steil das ist. Nur mit Motorbremse wieder. Also ich bin hier wieder mitten im Nirgendwo und fahre wirklich nur Geröll hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rauskomme, wie weit ich hier noch fahren muss, bis ich überhaupt wieder eine Straße sehe. Ich will natürlich auch nicht ausschließen, dass das wieder irgendwo im Nirvana endet und ich dann eins zu eins zurückfahren muss. Das ist ja irre hier. Gerade habe ich eine verlassene Kuh noch gesehen hier. Okay, jetzt bin ich gerade noch ein paar hundert Meter diesen Weg hier gefahren. Ist natürlich abenteuerlich, es hat nichts mit Straße zu tun. Ich glaube, ich bin jetzt auch hier wieder auf dem Wanderweg, Trampelpfad. Aber ich habe da hinten noch so eine Art Ruine gesehen, aufeinandergestellte Steine, Mauerreste, wo irgendwie ein Zaun befestigt war und noch eine Kuh stand. Aber da war dann auch tatsächlich Schluss. Also ich werde jetzt hier auch wieder langsam zurückfahren. Ich habe schon Luft aus den Reifen gelassen. Also wenn ich hier stecken bleibe, dann kann ich mich vom Quad verabschieden. Hier sieht man es auch wieder, ähnlich war es da hinten auch. Ein bisschen Gerümpel. Ich frage mich, wie die Leute hingekommen sind mit dem Zeug. Ich bin ja bestimmt 4-5 Kilometer von der Straße weg. So, jetzt geht es nochmal runter, zurück auf die Hauptstraße. Ich roll, wie gesagt, wieder nur mit Motorbremse im Allrad. Das ist ja eine traumhafte Aussicht hier. Also es war letztendlich eine In- und Out-Strecke. Und dann geht es gleich weiter zum nächsten Ziel. Ganz ehrlich, es gibt hässlichere Orte als diesen. So, jetzt haben wir noch mal einen anderen Abzweig genommen. Der führt auch schon seit 3-4 Kilometern immer tiefer in die Schlucht herein. Es lässt sich noch ganz ordentlich fahren, also besser als der Track, wo ich gerade hergekommen bin.
Man sieht hier natürlich keine Menschenseele. Das ist auch, glaube ich, kein Wanderweg, weil ich bin, wie gesagt, einfach von der Hauptstraße hier reingefahren. Da ist weit und breit nichts. Deswegen frage ich mich, wo dieser Weg hier hinführt. Ich meine, hier ist natürlich auch kein Empfang. Ich verfolge immer nur den blauen Punkt auf Google Maps, aber es aktualisiert sich natürlich nichts mehr. Boah, hier will man nicht liegen bleiben. Ich bin jetzt bestimmt 6-7 Kilometer von der Straße weg und habe keine Ahnung, wo das hier hinführt, aber es lässt sich noch einigermaßen gescheit fahren. Weiter geht's. So, hier haben wir jetzt mal wieder ein Teilstück, was deutlich schlechter ist. Nur Geröll. Und da mache ich mir dann immer Sorgen. Boah, Mensch, wenn hier nicht mal mehr irgendwelche Versorgungsfahrzeuge herfahren können, ist das wirklich so gewollt? Aber bis gerade war der Weg eigentlich ganz okay. Und ich hoffe ja immer die ganze Zeit, dass es dann auch weitergeht und ich da oben wieder zur Straße rauskomme. Nicht, dass ich den ganzen Weg wieder rumfahren muss. Weil das hier sieht natürlich jetzt wieder überhaupt nicht nach Straße aus. Ich fahre die ganze Zeit im Allrad hoch, damit ich hier auf dem Geröll gut vorwärts komme. Aber gut, das ist ja so ein bisschen der Nervenkitzel bei der ganzen Geschichte. Okay, Freunde, also ihr kennt das Spiel. Irgendwann wurde der Weg dann doch zu dicht. Da ist seit Ewigkeiten kein Fahrzeug mehr hergefahren. Und ich wollte jetzt auch nicht die letzten 10 Kilometer dann nur irgendwelche Gebüschfetzen mitnehmen. Also ihr kennt das Spiel, umdrehen, die ganze Strecke wieder zurück. Naja, in der Umgebung, es gäbe Schlimmeres. So, ich bin gerade auf dem Weg zurück, aber einen lustigen Abstecher habe ich hier noch gesehen. Leute, guckt euch diese Steigung an. Da guckt mal wenigstens, was da oben ist. Ab mit Allrad hoch. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen was für die Freaks unter euch, aber ich hatte beim letzten Mal noch die Standard Zillerreifen drauf und die sind meines Erachtens für die meisten Grizzly-Käufer eigentlich nicht die richtigen Reifen. Ah, wir fahren mal hier hoch. Hoppala. Die sind meines Erachtens für die meisten Grizzly-Käufer nicht die richtigen Reifen. Die sind gut für Dünen, für Sand oder eben wenn man bis zum Arsch im Schlamm sitzt, wie das ja auch einige bei YouTube machen, aber das ist ja nicht so meins. Und ich habe jetzt von ITP den Ultra Cross und damit bin ich so super zufrieden. Das macht richtig Spaß damit. Boah, das ist natürlich hier auch wieder Hardcore. Sicherlich auch nicht vorgesehen, um hier hochzufahren, aber wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Oh, okay, hier ist der Weg zu Ende. So, jetzt habe ich hier noch einen anderen Weg gefunden. Hier geht es weiter hoch. Also, um das nochmal abzuschließen mit diesem ITP Ultra Cross. Der ist natürlich auch ein Stollenreifen, aber eben nicht so ein Schlammreifen mit diesen großen Stollen. Ja, und damit kommt man überall besser voran. Auf Asphalt, im Gelände. Das ist schon gut. Okay, ich glaube, hier ist auch Schluss. Wow, was ein Ritt. Und wir sind jetzt immer noch nicht bei meinem eigentlichen Ziel angekommen. So, jetzt geht's zur Cala Sisene. Ich glaube, das ist eine Bucht oder eine Aussichtsstelle. Ich weiß es noch nicht genau. Jetzt haben wir gerade den asphaltierten Zuweg verlassen und jetzt sind die letzten Kilometer Schotter.
So, jetzt bin ich hier gerade am Parkplatz angekommen und jetzt sehe ich hier eine Kolonne von Quadfahrern. Ich dachte, ja, perfekt, brauche ich mich nur anschließen, weil ich weiß nämlich nicht, ob das normalerweise noch befahrbar wäre. Oh nee, da scheint sowieso Schluss zu sein. Ich glaube, die haben alle die gleichen Quads. Das scheint irgendwie eine geführte Tour zu sein. Ich mache jetzt Folgendes. Ich schließe mich einfach mal an. Mal gucken, ob einer was sagt. Der hat da vorne einen Gitter aufgesperrt. Ich fahre einfach mal hinterher. Jetzt sind hier 6-7 Quads. Die kommen hier durch, sind alles Italiener? Wir fahren einfach mal. Okay, der Tourguide von der Quad-Gruppe, der hat natürlich sofort gemerkt, dass der mit der Grizzly da hinten nicht dazugehört und hat mit dem Finger gefuchtelt und gesagt, no, no, no. Ich habe nur gesagt, sieh, sieh, sieh. Na ja, gut, aber jetzt bin ich dann doch umgedreht. Die 25 Minuten Fußweg zum Strand mache ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt auch lieber ein bisschen die Abendsonne hier beim Fahren genießen und vielleicht gleich nochmal die Drohne auspacken, wenn das Licht noch gut ist. Ja, meine Freunde, jetzt geht ein langer Tag zu Ende. Ich habe jetzt noch 2 Striche Benzin. Ich habe ja schon beide Reservekanister reingefüllt, also jetzt wird es auch langsam Zeit, dann zurückzufahren und keine Experimente mehr zu machen, weil ich habe bestimmt noch bis in den nächsten Ort 40 Kilometer vor mir. Und ja, dann lassen wir jetzt den Abend ausklingen. War ein langer Tag, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr genießt die Bilder. Bis bald. Ciao.